Wahlkampf in Wipper führt. Was bedeutet das für die Parteimitglieder? Dieser Frage bin ich auf dem Wipperfürther Marktplatz am Samstagabend am Stand der CDU Wipperfürth nachgegangen. Christian Berger klärt auf. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Berger. Ich bin der Vorsitzende der CDU Wipperfürth. Wir sind heute hier auf dem wunderschönen neuen Marktplatz in Wipperfürth und starten eine Aktion begleitend zum Wahlkampf 2020. Es geht dieses Jahr um das Amt des Bürgermeisters sowie auch den Landrat, wie auch unsere Wahlkreiskandidaten hier im Stadtrat Wipperfürth. Heute Abend hier heißt das Motto, ein Getränk für jeden Zukunftsgestalter. Also Ihre Ideen, unsere Ideen sind hier herzlich willkommen und werden ein bisschen honoriert. Ich würde mich freuen, wenn ich auch den einen oder anderen in Zukunft bei so einer oder einer ähnlichen Aktion hier in Wipperfürth begrüßen dürfte. Im Wahlkampf 2020 sind wir schon viel unterwegs für euch. Zum Beispiel, wir sind heute Morgen schon im Straßenwahlkampf gewesen und heute Abend jetzt hier auf dem Marktplatz auch wieder als Ansprechpartner für euch da. Unsere Spitzenkandidaten, denen ergeht es ähnlich. Mit uns heute Abend ist Landratskandidat und jetziger Landrat Jochen Haag da. Hallo Jochen, wie war denn dein Tag heute? Also mir geht's wie euch. Ich war auch den ganzen Tag unterwegs. Ich habe heute Morgen in Marienheide angefangen, war dann in Gummersbach, bin hochgefahren nach Rade vom Wald, bin jetzt in Wipperfürth. Also insofern eine gute Tour, aber auch gute Stimmung an den Wahlkampfständen. Und insofern gab es gute Gespräche auch mit vielen Bürgern, die mich auf Probleme und Sachverhalte angesprochen haben, die sie bewegen. Und ich glaube, dass wir da auch gute Lösungen haben. Und in der Diskussion kam raus, dass wir auch viel Anerkennung finden für das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Ein ganz wichtiges Thema bei uns im Wahlkampf hören wir von den Bürgern immer wieder. Wir brauchen mehr Entwicklungsflächen für Wohnbau und Gewerbebau. Mit Landrat Jochen Haag habe ich die beste Kapazität hier, um diese Fragen zu beantworten, wie sich der Kreis und auch Wipperfürth vielleicht entwickeln kann. Also das Thema der Flächen ist ein Riesenthema, weil es große Konkurrenzen gibt. Aber klar ist, dass wir sowohl im Bereich der Industrie- und Gewerbeflächen zusätzliche Kapazitäten brauchen und natürlich auch im Bereich der Wohnbauflächen. Und gerade im Wohnbau ist es so, dass wir ja überall im Kreis spüren, dass wir einen Zuzugsdruck bekommen. Zum einen dadurch, dass wir viele Leute auch aus der Rheinschiene mittlerweile anziehen. Und zum anderen haben wir viele Leute, die aus den Dörfern kommen, auch gerne mitten in der Stadt wohnen wollen. Einfach weil sie ihre 800 Quadratmeter Gartenfläche nicht mehr mähen wollen und die 150 Quadratmeter auch nicht mehr putzen wollen. Insofern brauchen wir ein gutes Wohnraumangebot in der Stadt, was Wohnungen anbelangt. Wir brauchen eine Regelung diesbezüglich, dass die vielen Häuser, die wir im Außenbereich stehen haben, auch eine Zukunftsnutzung haben. Und wir müssen sehen, dass wir auch Kapazitäten für den sozialen Wohnungsbau schaffen. Und wenn wir den Landrat schon mal hier in Wipperfürth haben, natürlich ein bisschen Fishing for Compliments. Lieber Jochen, wie gefällt dir denn unser neuer Marktplatz, unser Aushängeschild in Wipperfürth? Ja, also Hans-Leo Kausemann hat immer gesagt, Wipperfürth ist nicht nur die älteste, sondern auch die schönste Stadt des Bergischen Landes. Wir haben im Oberbergischen Kreis 13 Kommunen. Insofern ist Wipperfürth sicherlich eine der schönsten Kommunen. Und mit dem neuen Marktplatz ist natürlich eine ganz besondere Atmosphäre. Und das merkt man auch heute Abend. Und deshalb macht es Spaß, heute Abend hier zu sein. Ja, lieber Jochen, vielen Dank für das kurze Interview. Ich hoffe, ihr verzeiht, dass wir ein bisschen schneiden mussten, beziehungsweise mit dem Mikrofon das hin und her geben. Das ist Corona-bedingt, wir müssen den Abstand einhalten. Aber von mir an euch, bleibt gesund. Bei mir steht jetzt Anne Loth, unsere Bürgermeisterkandidatin für Wipperfürth. Liebe Anne, du bist das erste Mal Kandidatin für das Bürgermeisteramt. Wie ist es dazu gekommen? Was ist deine Motivation, Bürgermeisterin zu werden in Wipperfürth? Man hat mich gefragt, ob ich für dieses Amt antreten will. Und ja, ich fühlte mich natürlich auf den ersten Blick geehrt, das zu tun. Habe dann auch lange überlegt, aber habe mir auch gedacht, mein Gott, wenn du irgendwann mit 80 im Schaukelstuhl sitzt und diese Chance nicht ergreifst und es nicht wenigstens versuchst, dann werde ich mich ärgern. Also dafür kenne ich mich gut genug. Also von daher habe ich gesagt, ich mache das. Dann habe ich auch noch auch lange überlegt, geht das überhaupt mit Vereinbarkeit, Familie und Beruf? Ich habe ja 4 Kinder. Aber meine Kinder haben dann zu mir gesagt, Mama, du schaffst das. Und ich muss sagen, je näher es rückt, es ist jetzt fast nur noch eine Woche, umso mehr möchte ich es auch werden. Mit mir heute Abend hier ist auch unter anderem Lothar Palubitzki, unser ehemaliger Vorsitzender im Stadtverband Wipperfürth. Und Lothar war mit maßgeblich beteiligt, die Bürgermeisterkandidatin oder den richtigen Bürgermeisterkandidaten, Kandidatin zu finden. Lothar, wir haben schon von der Anne gehört, warum sie gerne Bürgermeisterin werden möchte. Kannst du sagen, warum sie es werden sollte? Ich fand das extrem sympathisch, wie die Anne die
ökumenische Initiative geleitet hat. Und ich habe gedacht, dieser Frau kannst du vollkommen zutrauen, auch die Stadt Wipperfürth wieder auf den richtigen Weg zu bringen. So, ich möchte euch vorstellen den Leonhard Theunissen, das ist der Vorsitzende der Jungen Union Wipperfürth. Und an ihn habe ich die Frage, Leonhard, wie kommt man denn in die Junge Union Wipperfürth und was ist ein guter Grund, in die Junge Union Wipperfürth einzutreten? In die Junge Union Wipperfürth kommt man ganz einfach, indem man online einen Mitgliedsantrag ausfüllt oder wie bei mir einfach mal zu einer JU-Weihnachtsfeier geht. Und warum sollte man Mitglied werden? Weil es einfach eine Menge Spaß macht und man auch etwas bewegen kann. Was genau? Dazu verteilen wir heute hier solche Flyer. Und da ist ein Video zu sehen, das Erstwählervideo mit den vier wichtigen Themen, die wir durch die Kommunalwahl voranbringen möchten. Kommunalwahl in Wipperfürth, das bedeutet 17 Wahlkreise besetzen. Die CDU Wipperfürth hat in allen 17 Wahlkreisen ganz tolle Kandidaten für euch aufgestellt. Stellvertretend für alle habe ich den Stefan Kuletzko mal dazu geholt. Stefan Kuletzko betreut den Wahlkreis Innenstadt, Stadtmitte. Und lieber Stefan, sag mal, wie ist denn der Wahlkampf bisher für dich gelaufen? Ich habe gehört, du bist ja auch das erste Mal dabei. Ja, der Wahlkampf bis jetzt sehr, sehr spannend. Wir haben die verschiedensten Formen von Wahlkampf gemacht. Wir haben viele Veranstaltungen in der Stadt gemacht, zum Beispiel jetzt gerade hier samstagsabends vor den Konzerten am Marktplatz. Wir haben Canvassing gemacht, wir machen Haustürwahlkampf, wir gehen von Haustür zu Haustür. Ich bin zum Beispiel mit unserer Bürgermeisterkandidatin Anne Loth unterwegs gewesen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, Stefan, eine Frage habe ich dann auch noch an dich. Bisher war für den Wahlkreis Innenstadt unser Kollege Kai Ebert unterwegs. Da wissen wir, aus familiären und beruflichen Gründen hat er sein Ratsmandat niedergelegt. Damit bist du jetzt in die Chance gekommen, das Amt zu übernehmen. Aber vielleicht kannst du noch mal was erzählen. Was sind deine persönlichen Motivationen und wie war das für dich, die Frage, einen Wahlkreis zu übernehmen? Ja, also ich bin ja im Prinzip seit 2017 in der CDU Wipperfürth aktiv. Gut, Politik hat mich schon immer sehr interessiert, sowohl kommunale als auch Bundespolitik. Man ist dann auf mich zugetreten, als der bisherige Wahlkreisinhaber, nachdem der bisherige Wahlkreisinhaber aufgehört hat, den Wahlkreis zu übernehmen. Ich habe sehr, sehr viel Respekt vor dieser Sache, auch im Stadtrat mich richtig einzubringen. Ich freue mich sehr darauf. Ich nehme mir die Zeit dafür, weil ich es unheimlich wichtig finde, mich für diese super, super schöne Stadt auch entsprechend einzusetzen. Ja, danke Stefan. In den letzten Tagen im Wahlkampf, im Straßenwahlkampf, du warst ja auch in der Innenstadt unterwegs, hast du sicherlich viele Meinungen gehört zur Stadt Wipperfürth. Was war denn für dich das Ausschlaggebende oder bisher das Wichtigste, was dir zugetragen worden ist? Ja, also ich bin ja selber Einzelhändler hier in Wipperfürth und mir ist auch ganz besonders wichtig in dem Zusammenhang, dass wir den Wipperfürther Einzelhandel und die Gastronomie wieder richtig nach vorne bringen, damit die Stadt auch wieder richtig brummt. Gerade jetzt nach der Corona-Krise ist ganz wichtig, dass wirklich alle wieder richtig auf die Füße kommen und das ist mir ein Herzensanliegen und dafür möchte ich mich einsetzen. Dann auch noch zu Gast ist die Lydia Tittes. Das ist nicht nur unsere Kreispressesprecherin der CDU Oberberg, sondern auch im Jungen Union Kreisvorstand tätig. Lydia, an dich die Frage. Du hast dich auch entschieden, Politik zu deinem Beruf zu machen. Kannst du uns dazu ein paar spannende Sachen sagen? Ich arbeite auch im Landtag als wissenschaftliche Mitarbeiterin, weil es eben sehr interessant ist, Politik natürlich im Ehrenamt zu machen, aber für mich auch beruflich. Ich sehe mich irgendwie auch als Vollblut-CDUlerin sozusagen. Und dort kriegt man eben auch nochmal die Abläufe des Landtags mit, wie es in den Ausschüssen eben abläuft. Also dort findet eben die aktuelle Parlamentsarbeit statt. Und genau, das macht mir eben sehr viel Spaß, aber noch mehr natürlich hier Ehrenamt vor Ort zu sein in Wipperfürth und eben für die Kommunalwahl zu werben und dass eben alle wählen gehen. Dann haben wir natürlich auch noch den Kreisvorsitzenden der Jungen Union Oberberg dabei, den Moritz Müller. Und lieber Moritz, du bist nicht nur Kreisvorsitzender der Jungen Union, du hast noch ein paar andere politische Ambitionen und Ämter. Wie geht das denn alles im Ehrenamt und Beruf, Familie? Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Ja, zunächst mal, ich habe zwar eine nette Freundin, aber noch keine Familie. Das ist bestimmt schon mal hilfreich, wenn die Termine, was die Terminfülle angeht. Nein, ich arbeite im Landtag für Bodo Löttgen, der ist ja Fraktionsvorsitzender und da kriegt man super viele Einblicke, macht auch super Spaß. Ansonsten bin ich Kreisvorsitzender von der JU, kandidiere bei mir in der Heimatkommune in Wiel für den Kreistag. Das kriegt man hin. Ich habe
Ja, ich hatte immer viel zu tun, habe Fußball gespielt, singe im Chor, mein Fuß habe ich mir das Kreuzband gerissen, seitdem habe ich wieder Zeit für Politik mehr. Das war unglücklich, aber hat die Termindichte sehr gelichtet. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, ich stehe hier auf dem Marktplatz beim samstäglichen Konzert, das die Wirte organisiert haben. Und ich stehe so ein bisschen mit Wehmut hier, weil ich bin ja nicht mehr verantwortlich dafür, den Wahlkampf 2020, den Kommunalwahlkampf und den Bürgermeisterwahlkampf in Wipperfürth durchzuführen. Aber ich muss sagen, ich bin so happy, dass ich so einen tollen Nachfolger wie den Christian Berger gefunden habe, der wirklich alle Organe der Partei miteinander vereint, der alle Chancen ergreift, die man greifen kann, um die CDU Wipperfürth nach vorne zu bringen und auch einen super Wahlkampf für die Annelot organisiert. Das waren ein paar spannende Fragen an unsere Kandidaten und Mitstreiter. Und wenn ihr euch fragt, was bedeutet Kommunalpolitik in Wipperfürth oder in anderen Kommunen, dann bedeutet das ganz viel ehrenamtliche Arbeit. Und wenn auch ihr Interesse habt, bei uns mitzuarbeiten, gerne. Unsere Türen sind auf für jeden Interessenten, für jeden, der sich mit einbringen möchte.